Diese Woche geht weiter, wo sie gestern aufgehört hat. 125.000 sind in der Kasse. 500.000 können es werden und damit können wir mit Malte aus der vergangenen Woche Folge 20 gleichziehen. Haben wir diesen Mut und das Glück, eine gute Frage zu bekommen, wie er viermal am Stück? Wir finden es raus. Let's play! Who wants to be a millionaire? Und damit willkommen zurück bei Wer wird Millionär, unserer Gameshow, unserer heißgeliebten Gameshow auf diesem Channel. Und es ist sehr spannend, Freunde. Wer letzte Folge verpasst hat, sollte sich mal unbedingt diese Folge anschauen. Denn ich kann nur sagen, Malte, der Kampf ist eröffnet. Um 500.000 Euro geht es jetzt in dieser Runde. Noch zwei Fragen von der Million entfernt. Wir haben keinen einzigen Joker mehr und das kann nur schief gehen bei uns. Die nächste Frage entscheidet, ob ich weiterhin unter ihm eine Frage bleibe oder mit ihm gleichziehen kann. So. Ich bin ebenso nervös wie bereit für diese Frage und hoffe auf das Beste, dass wir ihn einholen können. Hier kommt die 500.000 Euro Frage. Welcher Vogel ist Zeichen der griechischen Göttin Athene? Eine Eule, ein Adler, ein Rabe oder eine Elster? Und ihr glaubt es nicht, ich habe tatsächlich eine verdammte Idee, was es sein könnte. Athene, generell, was einem bei Göttinnen direkt einfällt. Entweder so als heiliges Tier angesehen, wurden ja meistens entweder relativ helle Tiere, beziehungsweise große Tiere, sowas wie unter anderem eine Eule, weil meine Brücke ist nämlich gerade, wenn man mal zum Beispiel an World of Warcraft denken würde, da gibt es ja auch bei den Nachtelfen eine, die heißt Elune, und die hat ja auch eine Eule bei sich gehabt. So, jetzt ist nämlich gerade die Frage, was übertragbar darauf ist. Göttin Athenes Vogel, mehr oder weniger. Es kann für mich schon mal sehr, sehr gut eine Eule sein. Adler. Adler ist ein edles Tier. Na? So, gerade mal überlegen. D ist eine Elster. Elster zusammenhang mit Diebisch. Hat das irgendeine Eigenschaft in Bezug zu Athene? Also ich weiß nicht mehr, wer Athene ist. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Allerdings muss ich dazu überlegen, ob ich jetzt das eingehen will. Ich meine, mich juckt in den Fingern, Malte einzuholen. Dieses Spiel ist nach wie vor ein Wettkampf und hat seine gefühlte Rangliste, wer wie weit kommt. Ach, Rabe. Kann ein Rabe ihr Tier gewesen sein, ein Vogel? Ich meine, ich weiß, Selene war die Mondgöttin, Athene... Ach. Ich weiß es nicht mehr. Mann! Wie gesagt, meine naheliegendste Vermutung wäre Antwort A, die Eule. Was man nur als in Bezug über Spiele herleiten könnte für mich. Bah, aber ich will das jetzt noch riskieren. Es ist eine verdammt hohe Summe, ein verdammt hohes Risiko. Das Problem bei mir ist, wie gesagt, nur, dass ich so diesen Drang habe, eine Antwort zu geben. Weil wir hier die Staffel relativ hoch halten wollen. Und ich zu gerne die Jagd eröffnen will. Wenn ich das jetzt mache, ey.
Ich zitter gerade selbst jetzt irgendwie echt ein bisschen an, muss ich sagen, am Körper. Weil dieser Druck ist ja nicht nur jetzt, dass ich das Spiel gerade verlieren könnte, sondern dass mich gerade hier entweder auf die Millionen hochschlage oder in Öffentlichkeit gerade für euch, beziehungsweise bei euch, in eurem Ansehen, in eurem Zuschauen, runterfalle auf 500. Das ist ja dieser zusätzliche Druck, der dazu kommt. Es ist in dem Sinne auch wieder mehr als nur ein Spiel. Das habe ich zum Alter auch gesagt gehabt. Aber für mich ist das einzige Ziel, nur über die Heldung von World of Warcraft, das sind so allgemein von Spielen, die Eule die logische Antwort. Ein Adler. Ich schließe es aus. Ein Rabe. So ein Vogel, so eine Eule, steht normalerweise für Weisheit und Alter und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ach, Mann! Irgendwie wollen wir es alle wissen. Deswegen erklärt mich gerne für verrückt. Erklärt mich gerne für bescheuert. Aber ich nehme jetzt nur mit dieser einen einzigen Begründung, die ich habe. Und zwar Herleiten über Spiel. Antwort A, die Eule. Das kann nach hinten losgehen, aber es ist mir gerade egal. Ich will es wissen. Ich nehme Antwort A, die Eule, und mache es mein letztes Wort. Jetzt twitter ich nämlich gerade. Und zwar richtig. Welcher Vogel ist Zeichen der griechischen Götter Athene, war die Frage. Das Doofe ist ja, ich kann es für mich nicht zweimal, weil ich Antworten nicht weiß. Ich kann es nur herleiten wegen dem Spiel, wie gesagt, nur da. Na dann reißen wir mal die Binde ab. Bisschen das Pflaster. Der Vogel der griechischen Götter Athene ist die Eule! Jawohl! Entschuldigung für das Ohrbrüllen, aber geil! Ich freue mich gerade so dermaßen. 500.000 Euro geschafft. 1 Million Euro. Hier kommen wir. So, die 1-Million-Euro-Frage. Jetzt bin ich mehr fertig als alle anderen schon vorher. Puls geht hoch, ich spüre es selbst. Millionenfrage. Sie lautet: Dass wir immer nur die gleiche Seite des Mondes sehen können, liegt an der sogenannten Ekliptik, Bahnkonvergenz, gebundenen Rotation, Eisenkahl-Linie. Jetzt. Irgendwas klingelt bei mir gerade dabei. Der gebundenen Rotation, nee. Bei mir klingelt gerade als erstes Antwort B, Bahnkonvergenz und A, Ekliptik. Dieser Herzschlag macht es für mich nicht gerade unbedingt einfacher. Dass wir immer nur die Gleichheit des Mondes sehen können, liegt an der sogenannten ich meine, es ist Bahnkonvergenz. Ich habe das schon mal gehört.
gesagt. Eisenkar-Linie. Das Problem gerade bei der Frage ist, es gibt drei Begriffe davon, das sind zwei zumindest mal, die stark davon rausgehen. Und zwar die Bahnkonvergenz B und einmal Ekliptik A. Was man sich ja so vorstellen muss, die Erde rotiert ja um sich selbst. Und der Mond hat doch auch seine Umlaufbahn um die Erde. So. Je nach Drehrichtung von beiden Moment. Wenn die Erde um sich selbst dreht, der Mond um die Erde dreht und der Mond um sich selbst noch dreht, dann haben wir drei Rotationen. Nehmen wir mal an, die Umdrehung vom Mond ist genauso schnell, braucht genauso lange, wie er eine Umdrehung um die Erde braucht. Das wäre die Logik, warum man ihn dauerhaft zur selben Seite sehen könnte. Das heißt, es müsste was mit seiner Bahn zu tun haben. Verdammt. Ekliptik. Wegen der Erdumlaufbahn? Nein, das hat nichts damit zu tun, oder? Gebundene Rotation. Ist das der Begriff für das, was ich gerade gesagt habe? Jetzt habe ich schon drei Antworten im Kopf. Also ich schließe in jedem Fall D aus. Ekliptik, was ist das damit gemeint sein? Die Frage ist für mich gerade, es muss mit der Rotation der Erde um sich selbst, des Mondes um sich selbst und der Umlaufbahn des Mondes um die Erde zu tun haben in der Kombination. Deswegen, vielleicht weil diese Relation von der Ansicht der Erde zum Mond immer die gleiche ist, kann es eine gebundene sein. Wie kann man sich gerade vorstellen am besten? Nehmen wir mal an, hier oben der Ring im Studio, ne? Wenn man sich mal den betrachtet. Die Erde ist hier. Der Mond geht einmal außen rum und gleichzeitig, während der Mond um sich herum dreht, dreht sich ja diese Seite hier immer zur Mitte der Erde wieder hin. Das heißt, das Außen wäre ja gebunden, sowohl die Rotation um sich selbst als auch die Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Ist das gebunden? Oder ist es eine Konvergenz? Wenn man nach B gehen würde, was hat das zu bedeuten? Die Bahn an sich selbst, also seine Umlaufbahn, könnte damit gemeint sein. Andererseits auch, es gibt nur die eine Bahn beim Mond, das ist nur die Umlaufbahn um die Erde. Gebundene Rotation, das ist doch das selber schrecklich gesagt, oder nicht? Ich bin so kurz davor, eine Antwort einzuloggen. Ich brauche noch ein paar Minuten, gib mir noch Zeit. Es linkt mich zur Antwort C. Es linkt mich so stark dazu gerade. Vor allem, was man gerade dazu berechnen müsste, wir haben doch Ebbe und Flut, beziehungsweise die Gezeiten. Inwiefern haben die gerade was zu tun? Ich überlege nämlich gerade mal Folgendes. Es wird ja vom Mond immer die Gezeiten Ebbe und Flut ausgelöst. Inwiefern hat das vielleicht eine Rolle da drauf? Hat es gerade... Gibt es diese Gezeiten nur wegen dieser Rotation genau zu uns, oder sind die mit eine Ursache dafür, dass es da gerade so ist?
Oh Mann, weißt du? Macht euch die Maus hier im Bild. Hallo, tschüss. So. Ich bin der Ansicht, dass Antwort C gebundene Rotation mittlerweile mehr recht ist als B die Bahnkonvergenz. Ich bin so kurz davor, es einzuloggen. Diese Musik macht mich nervös. Weil dazwischen sind die Musik, der Herzschlag und meine eigener Herzschlag so das mittlerweile dasselbe Puls. Oh. Antwort B oder C? Ich weiß, Malte wird mich dafür hassen, aber ich werde eine Antwort einloggen. Auch wenn ich damit die Chance auf den Gleichstand verspiele. Ich logge eine Antwort ein, weil ich es wissen will. Das ist genauso verrückt, was ich nie in der echten Show machen würde, aber es geht gerade darum, dass ich wieder hier die Führung übernehme, sozusagen. Ich nehme C, die gebundene Rotation. Und mache diese Antwort. Zu meiner letzten Antwort. Ich sehe gerade von der Aufnahmezeit, hänge ich jetzt erst auf 10 Minuten an dieser einen Frage hier? Jetzt bin ich gespannt. Ich wünschte, ihr könntet gerade so eine Einblendung sehen, wie mein Puls gerade ist. Die Auflösung. Dass wir immer nur die gleiche Seite des Mondes sehen können, liegt an der sogenannten gebundenen Rotation. Wir haben es geschafft. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade sowas von erleichtert. Ich bin sowas von erleichtert. Ach, kann das genießen wir gerade mal in allen Kameraperspektiven. Gehen wir mal alle gerade durch, hat Spaß, was wir hier sehen können. Wir haben es geschafft. Scheiße. Oh nee, Leute. Ja. 24 Folgen hat gedauert und das Werk ist vollbracht. Wir haben es mal wieder gewonnen. Eine satte 1 Million Euro in unserem eigenen Game. So, jetzt noch die neuen durchgehen. Ey, Applaus weiter. So, da habt ihr mal alle Perspektiven gleich gesehen. Was ich jetzt mal gerade machen werde, wir werden gerade mal nicht weiterspielen, sondern ich werde mal im Hintergrund gerade ein Browserfenster öffnen und wir werden mal rüber switchen und uns das Ganze angucken. Und zwar mal kurz das Spiel minimieren. Dann gehen wir mal hier auf. Machen wir es hier. So, Screen. OBS. Hallo, mob ich halt nicht. OBS. Hallo. Na toll.
Da mobbt mich wohl OBS wieder. Danke. Hallo, OBS, aufwachen. Okay, dann eben nicht. So. Wups, da sind wir wieder. Und ja, ich habe gerade ein paar Szenen gesehen. Die sind vorbereitet für Streams. Und zwar, dann suche ich gerade nebenbei mal für euch raus. Warum sehen wir nur diese eine Seite vom Mond? Ich werde jetzt explizit keine neue Runde mehr anfangen, weil es kann nämlich sehr gut sein, dass nächste Woche wieder Gäste dabei sind. So, warum sehen wir nur eine Seite vom Mond? Laber schneller, was haben wir denn da? Planetschule.de, Welterphysik.de. Nehmen wir doch mal das. Welterphysik.de. Ich poste mal den Link in die Videobeschreibung. Also. Von der Erde aus ist die Rückseite des Mondes nie zu sehen. Die Ursache für diese gebundene Rotation des Trabanten ist der Effekt der Gezeitenkräfte, die von der Erde ausgeübt werden. Sie haben die Eigenrotation des Mondes nach und nach abgebremst. Wann immer der Mond am Himmel zu sehen ist, wendet er uns Betrachtern auf der Erde dieselbe Seite zu. Die Gründe dafür liegen in den Gezeitenkräften, die unser Planet auf seinen Trabanten ausübt und in dessen Reaktion. Generell werden Gezeitenkräfte durch räumliche Unterschiede der Gravitationskraft hervorgerufen. Wie genau lässt sich aus dem Gravitationsgesetz ablesen? Die Stärke der Kraft, mit der die Erde den Mond an jedem einzelnen Punkt anzieht, hängt von der Entfernung zwischen Erde und diesem Punkt ab. Weil die Gravitationskraft mehr mit der Entfernung abnimmt, wird die erdgewandte Seite stärker angezogen als der Mittelpunkt des Mondes. Dort greift die Kraft wiederum stärker an als auf seiner Rückseite. Die Differenzen in der Gravitationskraft an den verschiedenen Punkten ergeben die Zeitenkräfte, durch die sich der gesamte Mond verformt. Es entstehen zwei Aufwölbungen, eine auf der erdgezwangten, zugewandten Seite und eine auf der Rückseite. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Steht doch irgendwo dabei, warum wieder der Begriff zustande kommt. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung dazu. Ihr könnt es euch mal durchlesen. Ich hätte es euch gerne gerade eingeblendet, aber OBS will mal wieder nicht. So, Titelscreen, wo haben wir es denn hier? Holen wir es gerade nochmal. Bildschirm deaktivieren, aktivieren. Nimmt da irgendwas gerade an? Natürlich nicht. Gut, dann wechseln wir mal wieder ins Spiel rein. So, und da wir schon bei 23 Minuten angekommen sind, muss ich sagen, wir belassen es hierbei für diese Folge. Dementsprechend, das Werk ist vollbracht. Wir haben 1.000.000 Euro gewonnen über 2 Folgen hinweg. Und ich bin ehrlich gespannt, wer von meinen Gästen in der nächsten Zeit mir das nachmachen kann, wer sich traut oder Lust hat mitzuspielen. Ihr könnt euch wie immer gerne bewerben. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu meinem Discord-Server. Dort könnt ihr euch im Channel WWM-Bewerbungen eintragen fürs Let's Play, macht euch einen Account und tretet dem ganzen Spaß hier einmal bei. Das war's für heute, für diese Woche. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder, vielleicht mit Gästen. Ich kann nicht versprechen, beziehungsweise weiß es nicht noch nicht. Und hoffe, ihr hattet eine sehr spannende Folge heute gehabt. Wie immer, lasst gerne ein Like da. Kommentiert fleißig und wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Wahrscheinlich mit mir als Moderator, als Spieler, wohl mit Gästen. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss!